Wir sind im Flughafen, am Flughafen in München und wir starten heute einen neuen Flight Report, ne? Ja. Und Pim, weißt du denn schon, wo es hingeht? Nee? Keine Ahnung. Pim hat keine Ahnung. Ich habe es gebucht, aber die Pim weiß es eigentlich auch. Und zwar fliegen wir jetzt erstmal mit Lufthansa in der Business Class nochmal nach Athen. Wir waren ja letztes Jahr schon mal in Athen, ne? Ja. Das war ja ganz toll. Das hat der Pim auch so gut gefallen, ne? Ja. Und da wollten wir unbedingt nochmal hin. Aber wir werden euch jetzt erstmal einen Flight Report zeigen und euch aber nicht langweilen mit Videos aus Athen, weil wir fliegen danach auch noch weiter. Und da berichten wir euch natürlich auch. Aber erstmal kommt jetzt ein kleiner Flight Report. Lufthansa, Business Class, München, Athen. Gate G30. Und dass wir hier am Gate einen Abstand halten müssen von 1,5 Meter zu allen Mitreisenden. Andernfalls sind wir gezwungen, das Boarding so lange zu unterbrechen, bis sie den Abstand hier halten. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, once again, for up to the 7th LH 1756 to Athens. We are right now boarding groups number 1 and 2. All other passengers are kindly requested to please keep the gate area clear for all the passengers to board. As we are forced to inform you that we have to keep the social distance here for 1.5 meter to follow passengers, unless I'm forced to stop the boarding until we keep everything here clear with the distance. Thank you. Na, das war ja mal wieder ein Chaos hier, ne? Chaos beim Boarding. Erzähle ich nachher mal noch ein bisschen was dazu. Halleluja. Das war so, als wenn es Corona nicht gäbe, ne? Wie in alten Zeiten, ne? Jeder wollte zuerst rein. Meine Güte. Und der Pen geht's wieder nicht schnell genug. Und Pim, was sagst du dazu? War schon ein bisschen aufregend, das Boarding, ne? Ich glaube, ich habe sogar ein Video aufgenommen, als du nachher vorne ein bisschen böse geworden bist, ne? Ich habe es aber kommen gesehen. Die haben sich alle geknubbelt, die Leute. Jeder wollte zuerst rein. Ja, da fehlt dann wirklich mal so eine Autoritätsperson, sage ich mal, da vorne am Gate, ne? Die wirklich von vornherein klar macht, Boarding Gruppe 1, 2, alle anderen zurück, ne? Ja. Hallo, guten Tag, danke schön. Bitte werfen Sie uns einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen, die sich in Ihrer Sitztasche befinden. In dieser Karte finden Sie auch die Schutzhaltung, mit der Sie im Fall einer Notlandung aufgefordert werden können. Prägt Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Diese sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen am Boden zeigen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück.
please have a look now at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. In this card, you'll also find the illustration for the safety position, which you may have to adapt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit. Schon melde ich mich das erste Mal hier vom Flug im Lufthansa Airbus A320 nach Athen. Die Pim und ich sind jetzt nach langer Zeit noch mal in der Business Class von der Lufthansa unterwegs. Ich zeige euch mal die Pim. Hier ist die Pim. So, die Pim ist wieder so nett und hält mir die Kamera. Und wie ich gerade sagte, nach langer Zeit fliegen wir nochmal mit der Lufthansa Business Class, weil ja jetzt ein paar andere Flüge, Eurowings Flüge, Iberia, Air Nostrum und die Tage kommt auch noch ein Video von der Airline, die wir noch nicht geflogen sind. Und zu Athen wollte ich sagen, da waren die Pim und ich ja letztes Jahr. Das erste Mal waren wir beide in Griechenland und das hat uns ja so super gefallen, dass wir auch letztes Jahr schon gesagt haben, wir fliegen da nochmal hin. Und nachher gebe ich auch noch ein paar Infos, jetzt aktuelle Infos zur Einreise nach Griechenland. Also wir sind diesmal nur ein paar Tage in Athen. Wir bleiben nicht so lange, wir fliegen dann noch weiter und berichten euch davon natürlich auch noch. Wir haben dann noch einen Flug mit Olympic Air und werden einfach mal eine der Inseln besuchen. Da kommt dann auch noch ein Economy-Class-Flug und ein Business-Class-Flug, aber das kommt dann später. Und jetzt sind wir erstmal hier bei dem Flug mit Lufthansa. Ich freue mich natürlich total, nochmal wieder Lufthansa zu fliegen. Und wir gucken nachher mal, wie das ist hier mit dem Catering und Service. Die hatten hier heute, vielleicht habe ich euch vorhin schon mal gezeigt, hatten sie eine Menükarte für die Business-Class. Und wir haben aber beide uns
weil wer nicht so gerne Fleisch essen, hat die Pim sich ein asiatisch-vegetarisches Menü vorbestellt. Und ich glaube, ich habe ein veganes Menü vorbestellt. Und dann schauen wir mal, wie das dann ist nachher, das Essen. Die Flugzeit heute beträgt 2 Stunden. Und der Blick nach draußen lohnt sich heute mal wieder ganz gewaltig. Wir fliegen jetzt gerade in Richtung Osten, quasi, glaube ich, von München aus über die Alpen. Und schaut euch mal an, wie toll das aussieht. Okay, ich weiß, hier mit der Kamera ist das nicht so detailreich zu sehen, aber ich denke, die Schönheit erkennt man trotzdem hier von hier oben aus. Da ist der Fensterplatz mal wieder echt was ganz Tolles.